Herzlich willkommen zur Mini-Review für das Snoopy und Charlie Brown Sticker Activity Book. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Ja, dann, das, so habe ich mich das auch gefragt. Aber letztendlich ist das ein kleines Stickerheftchen zum neuen Snoopy-Film, der jetzt Ende des Jahres rauskommt. Das soll uns auch gar nicht interessieren. Ich will euch eigentlich nur erzählen, was für eine Fundgrube Amazon und Co. für Stickerfreunde sind, für Planerfreunde, um damit Planer, Filofax, was auch immer ihr da gerade habt, zu dekorieren. Diese Bücher, diese Heftchen gibt es für 4, 5, 6 Euro und sie erhalten eine gute Anzahl schöner Sticker, die wir prima nehmen können, um unsere Planer zu dekorieren. Deswegen, ich will mal einmal kurz mit euch reinschauen. Ihr seht, das ist eigentlich ein Buch für Kinder, wo ihr wo einfach so Spiele drin sind. Ne? Also nicht den Kindern in die Hände geben. Und hier ist auch nicht viel, aber hier ist eine Doppelseite an Sticker. Und da sind so richtig niedliche Sticker bei, nämlich die ganzen Charaktere in der richtigen Größe. Hier auch passt auch alles rein. Die, natürlich, das könnt ihr auch alles benutzen. Und diese hier. Also letztendlich habt ihr anderthalb Seiten Sticker, die wirklich nutzbar sind für euren Planer. Das vielleicht auch noch. Das hier ist jetzt wahrscheinlich weniger so nützlich. Oder der hier vielleicht noch. Und die ihr wirklich für euren Planer nutzen könnt. Und diese niedlichen Charaktere aus dem Snoopy-Film dabei habt. Ja, das habe ich mir von Amazon geholt. Und ja, mehr Sticker sind auch gar nicht drin, deswegen ist with lots of cool Stickers, dass es so ein bisschen übertrieben ist. Sind Sticker drin, sind schöne Sticker drin. Lots ist natürlich so eine Sache, also viele sind es jetzt nicht unbedingt, aber ich finde für den Preis dennoch lohnenswert. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich hier. Dazu habe ich mir noch diese Regenbogen-Washi-Tapes gekauft und ihr seht schon, die sind richtig schön, weil das halt so dünne sind. Die passen prima zum Beispiel in Erin Condren oder auch in den Filofax rein und sind alle so ganz schmal und man kann da schön die Ränder mit dekorieren. Und noch besser, schaut mal einmal, die passen ganz genau zu meinem Snoopy-Sticker-Buch. Egal ob das gelb oder orange oder auch hier dieses dunkelrot, das kann ich so richtig schön dafür nehmen und ich werde es auch noch für ganz viele weitere Sachen nehmen können. Ich habe lange darauf gewartet, weil die wahrscheinlich irgendwie aus China oder so gekommen sind, aber hat sich gelohnt. Die haben nämlich nur, ich glaube, um die 2 Euro gekostet. Ich verlinke euch das unter dem Video, da könnt ihr euch das ja mal anschauen. Vergesst auch nicht, euch hier auf unserem YouTube-Kanal einzuschreiben, denn dann bekommt ihr jedes Mal eine E-Mail, wenn wir wieder ein Video hochladen und so ein Haul ist natürlich was Schönes und ich denke mal, da lohnt es sich mal reinzuschauen. Ja, ich freue mich, euch wiederzusehen und bis dahin ein schönes Wochenende.